Ja, hallo, liebe Fans des Yoga, des Kanals auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Alle anderen begrüße ich, die das erste Mal auf meinem YouTube-Kanal sind. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und es geht heute, ja, um das Fazit eines Yoga-Workshops, der gestern und heute stattgefunden hat. Für mich das Fazit dieses tiefgreifenden Workshops ist, das Leben ist, wie es ist. Das Leben ist im Grunde weder gut noch schlecht, noch böse, noch lieb, noch ist es leicht, noch ist es anstrengend. Es ist einfach, wie es ist. Vielfach bewertet man so das Leben, das ist anstrengend in der jetzigen Zeit, ich muss so viel tun und es ist so schwierig und dann kriegt man dies nicht und jenes nicht. Und die andere Fraktion, sage ich mal, sagt, das ist alles gut, wir sind alle göttlich beschützt, alles wird super, alles wird gut, morgen ist die Welt wieder sonnig. Ja, und beide befinden sich, beide Lager so auf extremen Seiten. Das Leben ist einfach, wie es ist. Und man kann es nicht kontrollieren, man kann es nicht festhalten, sondern man muss versuchen, im Moment zu leben. Wenn man immer alles als schlecht definiert, ist nicht gut, das sind die Pessimisten. Wenn man immer sagt, alles ist schön, alles ist gut, ja, ist alles Gottes Wille, dann sind sie zu optimistisch, meiner Meinung nach. Und ja, der Mittelweg wäre wichtig. Yoga ist der Weg der Mitte. Keine Völlerei, aber auch keine strikte Askese, sondern der Weg der Mitte. Und ja, im Grunde kam das Thema auf, weil viele in gerade spirituellen, esoterischen Szene so sagen, alles ist super, alles ist toll. Jetzt wird's noch mal hart, dann wird die Welt sonnig und lichtvoll. Ja, es mag sein, dass mal Licht kommt, aber dann kommt immer auch wieder das Dunkle. So wie die Zyklen im Yoga-Zeitalter, das goldene Zeitalter, das silberne, das bronzene und dann das dunkle Kali-Yuga-Zeitalter. Es wandelt sich alles. Und selbst wenn alles gut ist, 100% positiv gibt es nicht, weil dann gäbe es diese Welt nicht. Und selbst wenn man das Gefühl hat, alles ist gut, irgendwo schlummert irgendetwas, was eben da dagegen spielt. Aber das ist ja normal. Wir wären nicht erfreut, wenn den ganzen Tag Sonne wäre. Dann wird es vielleicht Probleme mit dem Schlafen gehen, geben. Dann hat man zu viel Hormone, die uns nicht schlafen lassen. Ja, weil es nicht dunkel wird. Und so gehören Tag und Nacht zusammen. Und wenn es Tag ist, freuen wir uns, wenn wir den Tag mögen. Und die Nacht hat aber trotz allem seine Bedeutung. Wie auch im chinesischen Yin und Yang, im Keim der Sonne ist schon die Dunkelheit und im Keim der Dunkelheit ist schon die Sonne. Und man kann es niemals trennen auf dieser materiellen Ebene. Es ist immer Dualität. Aber wie gesagt, manche behaupten, na, jetzt sind wir durch, dann ist alles gut. Das heißt dann so viel, dann muss ich nichts mehr tun, dann muss ich mich nicht mehr verändern, kann ich bleiben, wie ich bin, mit all meinen Schwächen, Fehlern. Und schlussendlich ist es im Grunde nur eine Flucht, wenn man sagt, alles ist gut, alles wird ja gut. Das heißt, ich muss nicht daran arbeiten. Weil wenn ich daran arbeite, dass es gut wird, dann würde ich mir nicht so viel Gedanken machen, wann es gut wird, wie es gut wird, sondern ich würde einfach versuchen, es gut zu machen. Meine Arbeit am Tag versuche ich gut zu machen, so gut man kann. Das Leben leben, so gut man kann. Ein guter Mensch sein, so gut man kann. Aber es wird nicht 100% klappen.
Und von alleine wird nichts klappen. Höchstens durch Gottes Gnade, aber das sind sehr wenige, die das dann erleben, wenn sie nichts tun, dass sie plötzlich frei sind und immer glücklich. Und man sieht es so häufig, es ist eine Flucht vor der Realität, vor dem Zustand, was für eine Realität natürlich auch immer gemeint ist. Die irdische Realität, die kosmische, es ist, ja, schlussendlich ist es egal. Es ist immer Dualität. Ja, denn ohne Dualität, Mann und Frau, gäbe es keine Anziehung, dann gäbe es keine Kinder, dann wären wir gar nicht mehr da. Und wir brauchen also auf dieser materiellen Ebene die Dualität. Und so bringt es nichts, wenn man sagt, naja, das wird dann alles gut. Ist natürlich immer positiv, aber wenn alles gut ist, dann kann es ja nur noch dunkel werden. Und es ist normal. Man wird geboren, man lebt, der Körper stirbt. Es ist normal. Die Pflanze wird gepflanzt, dann wächst sie, lebt sozusagen, dann vergeht sie, geht kaputt, wieder in die Erde rein und es ist ein ständiger Kreislauf. Und es ist weder gut noch schlecht, denn es gibt immer Geburt, Leben und Tod. Auf der ganzen Welt, am ganzen Tag gibt es so viele Geburten, so viele Todesfälle, so viele Leben und man macht sich darüber keine Gedanken. Man würde nicht sagen, wenn jemand stirbt, ist schlecht, unbedingt, wenn jemand geboren wird, ist gut, sondern es ist, wie es ist. Sterben gehört dazu, zum normalen Leben, es ist nichts Besonderes. Natürlich, wenn ein Angehöriger stirbt, ist es schmerzhaft, aber oft gar nicht für den, der stirbt, sondern für den, der jemanden verliert. Und das Leben ist nun mal, wie in vielen Videos schon erwähnt, ein ständiger Wandel. Tag und Nacht, hoch und runter, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Es ist immer dasselbe auf dieser materiellen Ebene. Und wenn man eben nur sagt, alles wird gut, alles ist gut, ja, du bist immer beschützt von Gott, das glaubt der Körper nicht, der materielle Körper, das glauben die Zellen einfach nicht. Was sozusagen Betrug am eigenen Wesen, denn das Leben ist nicht so Friede, Freude, Eierkuchen. Es mag ein Spiel sein, aber auch im Spiel verliert man, im Spiel ärgert man sich, je nach Tag und das ist normal. Aber wie gesagt, in der esoterischen, spirituellen Szene wird gerne viel so aufgebauscht und dann schöne Farben, schöne Engel, schöne Karten, die man ziehen kann, alles ist gut, heute ist ein schöner Tag. Könnt ihr euch dazu das Video mal über die Affirmationen von mir anschauen. Und es bringt schlussendlich nicht viel. Kurzfristig ja, aber dann holt einen das Leben wieder ein und sagt, hey, pass mal auf, es gibt auch dunkle Seiten. Es gibt auch Schattenseiten in dir. Und wenn du die Sonnenseiten in dir aktivierst, kreierst, dann holst du gleichzeitig die Schattenkräfte mit hoch. Ist so. Und diese Schatten müssen natürlich transformiert werden. Und wenn man sozusagen auf einer bildlichen Ebene gesprochen die Dunkelheit anders betrachtet, sagen wir die Nacht, es ist dunkel, man sieht nichts, man hat Angst, dann muss man sich nur denken, hey, das gehört dazu, wir können ja nicht den ganzen Tag Sonne haben, dann hätten wir keine Ruhe mehr. Die Natur regeneriert sich nicht, weil zu viel Sonne da ist. Ja, dann wird es zu trocken und so weiter. Es kühlt nicht mehr ab. Das will man auch nicht. Und im Leben will man auch nicht wirklich immer nur Sonne. Auch in Beziehungen, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann ist es entweder eine super Beziehung oder eine super schlechte. Also, es gibt es normalerweise nicht, denn man hat immer unterschiedliche Meinungen, man hat einen schlechten Tag, es ist normal. Man darf sich nur nicht dran hochziehen, aufziehen, sondern akzeptieren, es gibt diese Seiten, jene Seiten und versuchen eben diese Sonnenseiten zu kultivieren, die Schattenseiten umzuwandeln. Ja. Und dann freut man sich auch, wenn es Nacht wird, wenn man sich ausruhen kann. Man freut sich, wenn man mal keine Arbeit hat,
Weil dann hat man mehr Freizeit. Aber die meisten denken dann, keine Arbeit, kein Geld. Ist natürlich so. Aber es hat eben auch Vorteile. Wenn ich sehe, keine Arbeit, ich habe mehr Freizeit. Vielleicht ist eine Familie zu Hause, die Zeit braucht. Ja. Und das Leben ist, wie es ist. Die Natur macht sich keine Gedanken, oh, ist schon wieder zu viel Sonne, zu viel Regen, sondern ist ein ständiger Wandel und die Natur macht eben aus den Zuständen das Beste, was sie kann. Wenn es nicht regnet, werden vielleicht Wurzeln wachsen, noch tiefer in die Erde, dass irgendwo ein Tröpfchen Wasser geholt wird. Und man denkt nicht so viel in der Natur, sondern der Mensch denkt, weil er meint, er hat ein Gehirn, das muss immer denken. Und dann denkt man sich natürlich auch schöne Seiten aus. Und man flüchtet gerne eben vor diesen Tatsachen, dass es eben Licht und Dunkel in einem gibt. Und von alleine, wie gesagt, passiert nichts. Das Leben ist, wie es ist, und ich muss etwas tun, wenn etwas anders werden soll. Dieses Warten und Geduld haben ist schon richtig, wenn man Veränderung möchte, aber wenn man nichts tut von alleine, kommt nicht viel. Also nicht so, wie es vielleicht gut für einen wäre. Ja, das Leben ist, wie es ist. Ich wünsche allen einen wunderbaren Abend. Vielleicht sieht man sich auf einem Workshop in der Schweiz mal. Meldet euch an. Ich poste mal auf Facebook etwas, auf Instagram. Da könnt ihr mal schauen. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder, vielleicht mal live. Wäre schön. Und einen wunderbaren Abend. Tschüss.